Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Himmel und Toon German von mir, Nintendo. Wir sind jetzt hier mit Ed im Roggepulter. Hilf Ed dabei, sich durch die Engelröhre zu bewegen. Wir kennen es ja schon, wir können nur springen und bewegen und ja, wieder hier mit Ed am Rollen. Und ja, ich bin wieder euer Nintendo und vielen Dank, ouch, dass ihr wieder eingestellt habt. Man muss ja hüpfen. Stimmt, da war ja was. Und ich muss mal sagen, wir sind jetzt bei Part 14. Ne? Und lange geht das Spiel nicht mehr. Ich hoffe, es ist jetzt. Ich weiß gerade nur noch. Oh, Gottes Willen. Ich weiß noch eine Sache, die noch kommen wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir mit den ganzen Leuten hier nochmal durchs Alien-Schiff müssen, wie mit Susi und so. Weil, wenn. Ich hab da A gedrückt, wie verarschen, ich hab da Full Speed gehabt, aber egal. Weil wenn wir mit Susi nochmal durchs Alien-Raumschiff gehen und nochmal diesen behinderten Roboter steuern müssen. Oh Gott, ich habe aber gar keinen Bock mehr. Oh, ich hoffe, das kommt nicht mehr vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass normale vorkommen. Weil ich hatte auch mal eigentlich in Erinnerung gehabt, dass es zweimal vorkommt, nicht nur einmal. Obwohl, wenn ich mal so dran überlege, waren genau die ganzen Stages da, die da vorkamen. Das waren die, die ich auch in Erinnerung hatte. Ne? Also. Man wird es sehen. Ja. So, so. Oder liegt total da, wenn es durchs Feuer geht. Wow. Jetzt haben wir auch richtig Speed drauf hier. Okay. Okay. Ja, genau, ja. Sonst noch was? Was? Ja, okay. Oh, es gab ein Checkpoint-Geräusch. Dafür liebe ich das Spiel. Dass es doch teils Checkpoints gibt. Auch wenn es manchmal keine gibt, weil ich nicht so ganz verstehe. Aua, komm, ich war ja wohl unten. Aber dann gut, gibt es heute gebratenen Ed. Oh ja! Ja, ne, oh ja, ne? Das finde ich auch schön, so gebratenen. Okay. Haben wir uns nochmal richtig rumgedreht. So, springe. Da war eine Karte, egal. Da war ein Feuer, okay. So, wieder ein neues Checkpoint-Geräusch. Wunderbar. Ach komm, da hat überhaupt keinen Schaden. Jetzt haben wir noch ein. Das wird jetzt, glaube ich, wehtun. Ne, doch nicht. Okay, wunderbar. Zweischneidig? What the? Okay. So. 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 Und keine Ahnung, wo es weiterging. Geil. Noch einmal versuchen, aber natürlich. Nur einmal so. So. Und so. Okay. Springen. Deswegen sind wir schon mal weiter hier im Level. Level. Okay. So, jetzt wieder hier auf den. Okay. Jetzt geht's so. Machen wir mal so. Alter Falter. Hoffentlich ist das hier nicht in Gebrauch. Okay. Das haben wir auch. Und hier rum. Wieso? Ach, da oben sind auch. Oh, verdammt. Nee, doof. Okay, nochmal. Das werden wir ja wohin kriegen. Aua. Boah, ich hab noch Ei. Das dachte ich nicht. Ich dachte, das wäre jetzt wieder Ende. So, wieder hier rauf. Einfach hier den Weg folgen. Das ist nicht so schwer. Okay. So, dann so, so, so. So, wunderbar. So, jetzt haben wir. Springen. Ja, oh. Ich dachte gerade. Okay, alles gut. Springen. Danke. Ach, Ende schon wieder. Mensch, ging ja auch schon wieder schnell hier. Okay, damit haben wir wieder mit Ed geschafft. Jetzt kommt wieder Helles Weiß. Oder auch nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Sequenz. Alien Junior, Hefühnchen Junior, den Weg durch das Alien-Raumschiff zu finden, yay! Das heißt, nee, das seht ihr, was ich da vorne sehe? Oh, nö, Leute, bitte nicht. Boah, Alter. Boah, nee, Leute. Boah, nee, bitte nicht. Ich habe gerade das Gefühl, es ist einfach der gleiche Parcours gerade, auch nur mit mehr Roboter. Stimmt das sogar? Wenn das der gleiche Parcours ist, dann hätte ich das auch spielen.
Wie drehe ich mich nochmal so, ne? Ja, dankeschön. Drehe ich wieder zu viel. Aua. Schnell los, ey. Aua. Aber der ist in der neutralen Position, glaube ich. Man muss halt ganz sensibel. So, der ist weg. Die Musik ist eigentlich einigermaßen cool, aber... Oh, nicht schon wieder. Bitte nicht. Oh, hier ist ein... Hier ist jetzt drin. Stimmt, jetzt bleibt es ja auch noch. Aber hier kaputt. Dankeschön. Oh, hier ist noch ein Herz. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt kriege ich aber auch Herzen. Ich habe mal vorher gewusst. Na gut, das hätte ich irgendwie vorher gewusst, ne? Oh, das Ding echt jetzt nochmal kommt, ne? Könnt doch kotzen. Oh, ja, hier ist wieder so eine schöne Arena. Ne, noch nicht mal. Guck mal, das sind genau die gleichen Räume, nur mit mehr Roboter. Das nenne ich Innovation. Das nenne ich Level Design, Leute. Das ist Level Design vom Feinsten. Na komm, den krieg ich auch so. Da ist noch so eine Mine. Wie kann ich denn die Mine überhaupt nochmal auslösen? Ah, ich glaube mit den Kisten, ne? Hm. So, mal gucken, brauche ich wieder so ein Ding? Natürlich brauche ich dafür so ein Ding. Boah, jetzt wie ich da... Nee, Leute. Nee, 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 das muss auch nicht sein. So, jetzt hier, nehmen wir das. Komm, nehmen. Wie soll ich das denn wieder machen? Boah, nee. Geht das? Oh, ein bisschen daneben. Leck mich. Das könnte jetzt was werden. Ja. Perfekt. Dankeschön. Weg damit. Wie mache ich denn die Dinger hier nochmal? Das weiß ich nicht. Das ist genau, guck mal, da hinten sind auch schwer diese Dinger und... Boah, nee. Hä? Wie mache ich denn die Dinger nochmal, die Bodendinger? Die ging doch auch irgendwie. Boah, nicht. Wieder so? Na, ich glaube schon. Aber ich glaube ein bisschen mehr ran. Weg da. Ja, Mine kaputt. Oh, wunderbar. So, dann warten wir nochmal dreimal ab. Durch da. Oh, ach guck mal, ach, hier sind wir noch vervielfältig, aber natürlich. Oh, kriegen wir mal da einen Schuss von irgendwo. Geil. Aber hier in der Position bleibe ich, die ist eigentlich ganz gut. So. Oh, wer sich das hier noch ausgedacht, ey. Oh. Keine Lust, Leute, keine Lust. Boah, vor allem, wenn ich das wieder versage, ne, müsste ich das alles wieder wiederholen. Boah, das sind nur zwei. Ja, sind echt genau das gleiche Level, nur mit mehr Gegnern. So kommen wir gerade echt vor. Oh, einmal so, zack. Die Kiste vibriert mal wieder ein bisschen. So, der ist auch weg. Wunderbar. So, jetzt brauche ich hier mal wieder. Zack. Energie. Boah, es gibt so Energie. Das gab es aber davor nicht, weil ich war doof. Ich glaube, ich habe die nur so kaputt gemacht, ne? Hm. Okay, bevor wir jetzt dann diese rote Box nehmen, mache ich erstmal diesen Ding da kaputt. Warte, genau. Wartet. Das da. So. Und dann mache ich auch noch die Behälter da kaputt. Einmal den und den. Okay. Ich höre irgendwo. Ach, die schießen schon. Aber natürlich. Das sieht man sogar, glaube ich, ne? Weil man sieht da die Effekte. Dann haben wir noch nicht da hinten schon. Schade. Ja, schön, da warten sie schon auf uns. Ja, Mensch. Oh Gott. Das war doof. Da hatte ich mich irgendwie nicht richtig gedreht. Oh, die Steuerung ist auch dafür so scheiße. Weg damit. Dankeschön. Dann haben wir das Schwerste schon mal geschafft. Komm, lass mich da durch. Dankeschön. Also wer sich das hier daraus ausgedacht hat bei den Spieleentwicklern, ne? Boah, die kriegen alle einen durchgescheppert. Alter, schmeiß sie weg. Dankeschön. Mein Gott, diese Kamera, ne? Was ist das hier? Guck mal, die dreht sich einfach weiter. Gut, da könnte ja ein Controller sein. Wie gesagt, irgendwie C-Stick hat auch nicht mehr so das Beste. Ich könnte ja einen anderen Controller nehmen, aber keine Lust, den jetzt da rauszukramen für.
Also eigentlich sogar meine Gamecube angeschlossen, aber keine Lust zu wechseln. Aber ich finde den hier viel cooler. Das ist ein originaler Nintendo-Controller und der andere ist halt so ein nachgemachter. So, drehen und hey, da schießen sie ja schon auf mich. Mensch, nichts Neues. No, da vernichten sie schon mal von mir aus. So. Ah, jetzt macht doch mal hier richtig. Mal schön in Bewegung bleiben. So, der ist weg. Top hier links und rechts. Und warten auch noch mal welche, ne? Oder? Natürlich warten da noch welche. So, der ist weg. Aber wie kann man denn das bitte als Level-Design verkaufen? Einfach nochmal das gleiche Level, nur mit mehr Gegnern. Das ist doch doof. Einfach nur doof. Alter. Jetzt, doch, das erinnert mich tatsächlich noch. Das waren nämlich, guck mal, hier sind 6 Generatoren. Das heißt, es kommen gleich 6 davon raus. Und, ja. Ne? Jetzt machen wir mal die da hinten kaputt. Die können wir zum Glück nicht nachgenerieren. So. So. Ey, wie soll das denn jetzt gleich gehen, Leute? Boah, komm einfach rein ins Vergnügen. Komm, spawnt ihr scheiß Dinger. Spawnt ihr nur in so einer Mitte. Hallo. Hallo? Keine Lust, heute auf Spawn. Genau, egal. Ah, jetzt kommen sie. Raus. Weg mit euch. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, von links gleich Beschuss bekommen. Ja, werde ich jetzt auch. Aber ich werde jetzt erstmal die rechte Seite kaputt. Ist mir gerade viel wichtiger. So. Und dafür werde ich hier mal auch mal in Bewegung bleiben. Und dann wird das schon irgendwie hoffentlich. Es schießt doch mal, dankeschön. Aber wenn die grünen Kisten hier Heilung geben, dann wird ganz gut. Oh, ich habe die rechten, links habe ich, okay, rechts habe ich. So. Okay. Und so, okay. So, weg. Komm, freue ich mich. Die freue ich auch nicht. Und die freue ich genauso wenig. Aber guck mal, hier sind die Kugeln total klein gewesen, weil als wir mit Hühnchen Junior so draußen waren, waren die total groß. War ich total interessant. So, weg. Weg. Oh, dankeschön. Das ist ein Checkpoint, Leute. Ich hoffe, da ist Ende. Ich glaube, da war gar kein Ende. So wie ich mich noch kenne. So, jetzt mal hier mal schauen. Ist hier ein Herz drin? Tatsache, hier sind Herzen drin. Wer hat gedacht? So, mal schauen. Was muss ich jetzt hier alles kaputt machen? Alles rechts, ne? Ja. Zweimal mit dem Ding umgehen. Ja, das wird lustig, aber ich glaube, das geht. So. Und so. Okay, das geht. Das ist human. So, vor allem hier kann man sich auch echt gut hin orientieren. So. Na, noch ein bisschen drehen. Wunderbar. Und weg damit. Oh, wunderbar. Wunderbar. Wie kann ich euch durchlaufen? Warum nicht? Ach, der ist hier noch. Der ist noch. Zack. Oh, weg. So, jetzt hier nochmal warten. Und durch. Wunderbar. Bitte, hier ist kein Ende. Hier ist kein Ende. Hier ist noch ein Checkpoint. Ach, ich liebe das Spiel. Ja. Genau. Es gab ja noch solche komischen Generatoren. Ich glaube, die waren unendlich, ne? Hm, hab ich auch lieb, Spiel. Oder war es einfach nur 3x3? Ja, glaube ich nicht. Och nö, warum? Ach, hier waren auch noch welche, das habe ich nicht gesehen, verdammt. Aber ich glaube, die werden jetzt alle richtig spawnen. Ich glaube, die sind unendlich. Sonst wird das da nicht so leuchten. Wenn ich ehrlich bin. Aber die kommen da auch nicht so oft, wenn man genau hinschaut. Einfach mal weghauen damit. Den einen links habe ich besiegt, aber den anderen nicht. Hey, ich brauche ja auch noch so ein Ding. Ah, ich glaube, die kann ich ja auch nehmen, ne? Genau, die konnte ich auch als Geschoss nehmen. Ah, ganz vergessen. Ja, habe ich. Dankeschön, Spiel. So, jetzt hier noch schnell. Zack. Und da warten auch schon die nächsten auf mich. Hallöchen. So, jetzt gehe ich auch mal ein bisschen aggressiver rein. Die Box habe ich aktiviert. Okay. Das haben wir auch. Dann machen wir so. Oh, weil ich krieg von hinten noch Beschuss. Ich brauch die ja. Verdammt. Jetzt muss ich mir von da hinten so einen holen. Wo ist denn der? Hallo?
Och nö, es ist auch noch verbuggt. Hab den, ne? Ne, hab ihn nicht. Verdammt, der war verbuggt. Nochmal bitte, ich brauch einen. Boah, sind die Dinger wenigstens mal nützlich. Komm mal raus, bitte. Komm mal richtig, dankeschön. So, komm mal mit. Okay, dankeschön. Bleibt der die ganze Zeit so tocklich oder hört auch irgendwann auf? Ich hoffe, der bleibt so. Wäre doof, wenn er aufhört. Zack, rüber damit. Oh, wunderbar, den habe ich. So, jetzt noch die andere Seite. Ja. Ja, aber wenn also das geht, aber. Oh, so, dann nehme ich den so. Na komm, ich nehme den mit. Nehme den mit. Moment, jetzt direkt. Oh, jetzt habe ich den kaputt gemacht. Oh, das wusste ich gar nicht mehr, Leute. Oh, wir haben schon wieder Part Ende erreicht. Ja. Mal schauen, wie wir das hier noch machen. Alles machen wir noch kurz hier. Komm mit, mein Kleiner. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich den Schwert kaputt gemacht. Ja, wir hören hier auf. Wir machen im nächsten Part weiter, wenn es wieder Let's Play Himmel und Tun. Und ja, wir sind dann wieder beim lustigen Alien-Roboter. Ich bin mal gespannt, welche Räume da noch so kommen. Naja, wir sind dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Sei schau, euer Ninja Shi Tendo.